Jetzt guck nicht so blöd. Nach Werner war doch klar, dass egal was passiert, ich es immer mit Vollidioten zu tun haben werde. Da kann ich ja wenigstens noch auf Pierre rumhacken, der zu blöd ist, seinen Namen richtig zu schreiben, aber wenigstens kein Professor ist. Wenn du ein Buch schreibst, nein, reden wir nicht vom Buch. Wenn du einen Aufsatz schreibst in der Schule, Aufsatz, sagen wir mal 5, 6 Seiten, sagen wir 20 Seiten, zählst du dann die Wörter, wie oft du zum Beispiel ist schreibst, wie oft du Thomas schreibst oder irgendein Wort? Nein, natürlich nicht. Richtig, Pierre, die Sachen zählt man nicht, weil das zum einen etwas gestört wäre und zum anderen keine Art Auswirkung auf den Inhalt des Textes hat. Koran, ein Buch, ja, ein ganzes Buch hier, über 600 Seiten. Jetzt lese ich mal was vor. Das Wort Ad-Dunya und das Wort Al-Akhira, Diesseits und Jenseits, wie oft kommt das vor? Beide Wörter kommen 115 Mal vor. Das Wort Engel und das Wort Shayatin, Satane, kommen beide 88 Mal vor. Das Wort Leben und das Wort Tod kommen beide 145 Mal vor. Das Wort Mann und das Wort Frau kommen beide 24 Mal vor. Das Wort Monat, wie oft kommt das Wort Monat, kommt wie oft vor? 12 Mal. Das Wort Yaum, Tag, El-Yaum, wie oft kommt das vor? 365 Mal. Das Wort See, Meer, kommt 32 Mal vor. Und das Wort Bar, also Bahr, See, kommt 32 Mal vor. Und das Wort Al-Bar, Land, kommt 13 Mal vor. Und die Relation von 32 zu 13 ist genau 71,111 zu 28,888. Und das ist genau die Relation, die Land und Wasser, also Ozean, auf diesem Planeten hat. Denn wir wissen alle, dass der Planet Erde, also die Oberfläche hauptsächlich, also die Oberfläche mit Wasser bedeckt ist. Das ist genau die Relation. Subhanallah, es sind mindestens Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Also ein paar Wörter kommen ein paar Mal vor. Mal ganz davon abgesehen, dass Monat und Tag relativ schwachsinnig ist zu zählen, allein schon, weil die Muslime damals einen Mondkalender benutzt haben und keinen Sonnenkalender wie wir heute. Das mit Land und Wasser wurde, glaube ich, irgendwann schon mal rausgefischt als absoluter Schwachsinn, aber von mir aus sagen wir, es ist ein Zufall, was soll's. Was willst du jetzt damit ausdrücken, Pierre? Jetzt kommen wir zu anderen Punkten. Dann, bevor ich damit anfange, komme ich zu der Beschreibung von Gott im Islam. Du findest in keinem Buch, wo der allmächtige Gott so beschrieben wird wie im Koran. Der absolut allmächtige Schöpfer. In jedem anderen Buch findest du irgendwie, Gott wurde krank, Gott wurde müde, Gott bereute etwas, Gott empfand Schmerzen im Herzen. Also sagt Pierre hier, nee, mein Gott ist viel cooler als dein Gott, nee. Weil ein absolut perfektes Überwesen, das niemals was falsch macht, auch unheimlich realistisch ist. Hast du recht, Pierre. Hast du irgendwas Vernünftiges geplant oder willst du hier nur Bullshit labern? Wissenschaftliche Beweise aus dem Koran. So. Allah sagt, die erste Sache, die Frage, die wir uns stellen, ist, wo kommt der Raum her und wo kommt das Leben her? Allah beantwortet dies in einem Vers. Er sagt in Sure 21, Vers 30, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren? Dann haben wir sie getrennt und haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Ja, so ziemlich dasselbe steht im Jin Daiki und einem ganzen Haufen anderer heiliger Bücher. Die Vorstellung kommt höchstwahrscheinlich daher, dass Himmel und Erde gebaut wurden, also im Grunde aus Lehm geformt wurden, in den primitivsten ersten Vorstellungen, was dann etwas weiter abstrahiert wurde. Die Frage ist, was willst du damit jetzt Wissenschaftliches machen, Pierre? Die Urknalltheorie sagt heute, Himmel und Erde waren am Anfang eine zusammenhängende Masse, dann kam der Urknall und die haben sich ausgedehnt. Und alles Lebendige ist aus Wasser entstanden. Nicht ganz, Pierre. Die Urknalltheorie besagt, dass alle Energie und Masse des Universums auf einen Punkt, der kleiner als ein Atom war, zusammenkonzentriert waren und sich von da an ausgebreitet haben. Dass das Leben aus dem Wasser kommt, hat nichts mit dem Urknall zu tun, das hat was mit Abiogenese bzw. Evolution zu tun. Dass du die Aussage Himmel und Erde waren eine zusammenhängende Masse irgendwie mit dem Urknall verbindest, ist eine unglaublich weite Interpretation.
Das ist kein Wissen, das du durch den Koran erhalten hast. Das ist Wissen, das du vorher hattest und dann durch den Koran etwas reininterpretieren konntest. Ich befürchte, dieses Problem werde ich häufiger in diesem Video finden, oder? Dann sagt Allah weiter, ein Vers weiter, du fragst dich, die Berge, wie sehen die Berge aus? Stehen die Berge einfach so auf der Erdoberfläche? Oder gehen die Berge so in den Boden? Oder gehen die Berge weiter so in den Boden? Oder gehen die Berge so in den Boden? So, und da sagt Allah im Koran, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wir haben die Berge zur Rawasia gemacht, zu, also wir haben auf der Erde Berge gemacht, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Und an anderer Stelle steht, وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ. Wir haben die Berge wie Flöcke gemacht. Heute die moderne Wissenschaft, Geologie und so weiter, haben festgestellt, dass die Berge wie Flöcke in die Erde gehen und dass dadurch verhindert wird, dass die Platten, die Erdplatten übereinander, also verrutschen und nachher alles kaputt geht. Pierre, du bist ein Vollidiot. Die Berge sind keine Flöcke, die zwischen den Kontinentalplatten sind, damit die sich nicht bewegen können. Die Berge sind da, weil sich die Kontinentalplatten bewegen. Gebirge sind die Platten, die aufeinander stoßen und sich gegenseitig hochschieben. Berge sind nicht da, damit die Erde nicht wanke. Die Berge sind das Ergebnis der wankenden Erde, du Torfhirn. Jetzt, Allah sagt im Koran, und wir haben, das ist in Sure 27, Vers 25, وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ. Wir haben das Eisen herabgesandt. Jetzt lese ich mal was vor, moderne Wissenschaft, ja? Die moderne Astrophysik hat nachgewiesen, dass alles Eisen, nicht nur das unseres Planeten, sondern im gesamten Sonnensystem, aus dem äußeren Weltraum stammt. Dies ist so, weil die Sonne kein Eisen erzeugen kann. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad Celsius, eine Kerntemperatur von etwa 20 Millionen Grad. Es gibt jedoch viel heißere Sterne, die wir als Nova oder Supernova kennen, in denen die Temperaturen mehrere hundert Milliarden Grad Celsius erreichen und in diesen Sternen entsteht Eisen. Wenn der Prozentsatz an Eisen in einem solchen Stern eine bestimmte Größe überschreitet, explodiert dieser Stern und seine Bruchstücke fliegen durch das All, bis sie vom Gravitationsfeld eines anderen Himmelskörpers eingefangen werden. Auf diese Weise gelangte Eisen unser Sonnensystem und auf unserem Planeten. Das ist heute eine gesicherte Erkenntnis. Wir haben das Eisen herabgesandt. Allahu Akbar. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe hier eine ganze Weile spielen lassen, aber das ist ein wirklich interessantes Fakt. Eisen kommt aus Sternen und wird dann bei uns im Gravitationsfeld gefangen. Jetzt kommt das, was Pierre euch nicht erzählt hat. Jedes Element, jedes, egal ob Kupfer, Sauerstoff, Wasserstoff oder Helium oder sonst irgendwas, sucht euch was aus. Jedes Element wird in Sternen hergestellt. Eigentlich gibt es nur Wasserstoff. Durch Reaktionen innerhalb der Sterne wird Wasserstoff aber aufgewertet. Das ist unheimlich interessant, oder? Allerdings gibt es ein kleines Problem. Jedes Element kommt aus Sternen, Pierre. Und jedes Element, das nicht Wasserstoff oder Helium ist, kommt von einem anderen Stern als unserer Sonne. Ist das angekommen, Pierre? Es macht keinen Sinn, Eisen gesondert rauszusuchen, wenn man über sowas redet. Es ist sehr viel logischer, dass sich dieses Wir haben das Eisen herabgesandt einfach auf Meteore bezog, in denen Eisen enthalten ist. Nächster Punkt. Allah sagt im Koran, in Sure 71, Vers 16, وَجَعَلَ الْكَمَرَ فِيهِنَّ نُورَ وَجَعَلَ الْكَمَرَ فِيهِنَّ نُورَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ. Allah hat den Mond zu einem Licht gemacht und die Sonne zu einer leuchtenden Lampe. Das heißt, hier wird ein Unterschied gemacht zwischen dem Licht vom Mond und dem Licht von der Sonne. Viele Menschen haben gedacht, noch zur damaligen Zeit, dass der Mond sein eigenes Licht erzeugt. Der Koran sagt hier aus, dass dies unterschiedliche Lichter sind. Das heißt, der Mond hat reflektiertes Licht und die Sonne hat ihr eigenes Licht. Siraj und Nur.
Pierre, willst du mir ernsthaft weismachen, dass man aus der Aussage, wir haben den Mond zu einem Licht gemacht, ohne Vorwissen herausinterpretieren könnte, dass der Mond kein eigenes Licht wirft, sondern das Licht der Sonne reflektiert? Willst du mich verarschen? Jetzt. Im Koran steht in Sure 36, Vers 40, steht, dass die, لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْكَمَرَ وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Das ist in Sure 36, Vers 40. Die وَكُلٌ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. Das heißt, dass die Sonne eine Umlaufbahn hat. Noch in diesem Jahrhundert, in den 80er Jahren, hat man gedacht, dass die Sonne ganz statisch ist und keine Umlaufbahn hat im Universum. Hier steht فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. Pierre, ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist, aber mal ganz unter uns. Die Vorstellung, dass die Sonne eine Umlaufbahn hat, ist gar nicht mal so jung. Beispielsweise hat so gut wie jede Religion, die in Mekka vertreten war, die Ansicht gehabt, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Also, dass die Sonne eine Umlaufbahn hat. Und solange die Übersetzung im Koran nicht ist, die Sonne und alle anderen Körper des Sonnensystems kreisen um einen Gleichgewichtspunkt, der durch die Gravitation festgelegt wird, ist der Korantext sehr viel wahrscheinlicher auf das traditionelle Weltbild bezogen als auf Gravitation. Nächster Punkt. Allah sagt in Sure 39, Vers 5, خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Das heißt, Allah hat den Himmel und die Erde erschaffen und der lässt, also der lässt يُكَوِّرُ die Sonne, den Tag über die Nacht lappen und die Nacht über den Tag. Dieses Yukawiru in der arabischen Sprache ist verwandt mit dem Wort Kura. Kura ist ein Fußball. Deswegen, zum Beispiel Ibn Taymiyyah sagt in Majmul Fatawa, dass die Erde, Ijma ist von islamischen Gelehrten, wo noch Leute in Europa geköpft worden sind, Ijma von islamischen Gelehrten, dass die Erde Kurawiyya ist. Kurawiyya heißt, das heißt, dass sie eine rundliche Form hat und in Sure, in Suratul Nazi'at steht, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Die Erde haben wir danach zu einem Dahaha gemacht. Das heißt auch, dieses Wort Dahaha deutet auf eine Form von Dahia hin. Und Dahia ist ein Straußenei. Kennst du heute eine andere Form von einem Körper, die der Erde ähnlicher ist als ein Straußenei? Subhanallah. Mir würde da jetzt zwar eher ein Globus einfallen als ein Straußenei, aber von mir aus. Und ja, das mit dem ganzen runde Form könnte sich auch auf Tag und Nacht beziehen und wieder dieses, die Erde ist flach und in einer Kugel und bla. Aber von mir aus lasse ich beides gelten als, die Erde ist rund. Doof nur, dass 600 vor Christi die Griechen schon lange wussten, dass die Erde rund ist. Und wer hatte noch gleich das ganze Wissen der Griechen gebunkert? Ach ja, das war in Mekka und sonstigen damals noch nicht muslimisch, aber später muslimisch gewordenen Städten. Also ja, keine Punkte, auch wenn es richtig sein sollte. Im Koran sagt Allah in Sure 51, Vers 47, und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir weiten ihn wahrlich aus. Das heißt, der Himmel ist aufgebaut und er wird weiter ausgedehnt. Edwin Hubble hat im letzten Jahrhundert festgestellt, durch die Astrologie, durch Teleskope und so weiter, dass sich die Himmel ausdehnen, weil der Abstand der Sterne immer größer wird. Das heißt, es ist im letzten Jahrhundert rausgefunden worden, dass sich die Himmel ausdehnen, das steht schon im Koran. So. Also ein sich ausdehnender Himmel, was sich auch problemlos auf Bewegung der Wolken oder den Horizont beziehen kann, muss etwas mit dem Universum zu tun haben. Nicht überzeugt, es gibt deutlich einfachere Erklärungen dafür. Dann haben wir hier beispielsweise noch, da steht im Koran an vielen Stellen, dass der Embryo ist wie ein Alak, ein blutiges Angehängsel, auch wie ein Blutegel. Mit modernen Mikroskopen hat man festgestellt, dass der Embryo aussieht wie ein Blutegel. Und dieser Embryo saugt sich auch fest bei der Mutter, wie ein Blutegel, so ähnlich, weil er nimmt den Blutkreislauf von der Mutter, also der Blutkreislauf von der Mutter wird übernommen. Dadurch hat er überhaupt das Blut, also wie ein Blutegel, ja? So, das heißt, er sieht aus wie ein Blutegel. Du musst diese Bilder sehen, genau wie ein Blutegel. Ist dir Jack the Ripper ein Begriff, Pierre?
Der Typ hat Messer benutzt, um Frauen aufzuschneiden. Und Messer gibt es nicht erst seit dem viktorianischen London. Messer gibt es seit Uga und Buga gemerkt haben, wenn man die Steine gegeneinander haut, dann haben die scharfe Kanten. Wir reden hier nicht von irgendeiner Idiotenkultur, Pierre. Die damalige, noch nicht muslimische, aber bald muslimische Welt war unheimlich hochentwickelt, was Medizin und Wissenschaft angeht. Du willst mir nicht ernsthaft sagen, dass in einer Handelsmetropole wie Mekka noch nie jemand davon gehört hat, dass ein Mediziner eine schwangere Frau aufgeschnitten hat, die aus irgendwelchen Gründen gestorben ist, um zu gucken, wie das Kind aussieht oder um zu gucken, ob es dem Kind gut geht. Du willst mir wirklich weismachen, dass göttliche Intervention die einzige Möglichkeit ist, wie man damals rausfinden konnte, wie ein Fötus aussieht? Ich habe jetzt nur einige Punkte genannt, weil es könnte jemand sagen, ja okay, Eisen aus dem Weltraum hat er geraten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das alles geraten ist, ist hier 1 zu und dann 1, 2, 12 Nullen. Okay. Allein, dass Pierre hier für 2 Punkte ein 1 zu 1000 genommen hat, finde ich schwachsinnig. Aber stellen wir unsere eigenen Berechnungen an. Kein einziger der Punkte, den Vogel hier angebracht hat, hält irgendetwas aus. Es ist entweder rein interpretiertes Wissen, das man schon vorher hatte, also zum Beispiel mit der Mond ist ein Licht, das ja heißen muss, dass er im Licht reflektiert und kein eigenes Licht macht, weil... Wissen, dass Menschen ohne göttliche Hilfe sammeln konnten, zum Beispiel, dass die Erde rund ist oder wie ein Embryo aussieht. Oder es ist einfach eine Umdeutung von einem viel simpleren Satz, wie zum Beispiel, die Sonne hat eine Umlaufbahn oder Eisen vom Himmel, das mit Biegen und Brechen einen wissenschaftlichen Kontext geprügelt werden muss, damit es überhaupt klappt, während man alles andere ignoriert, was dagegen spricht. Also diese komplette Berechnung ist für den Arsch, weil Vogel sich die meisten Punkte aus den Fingern gesaugt hat und den Rest so uminterpretiert hat, dass es irgendwie klappen könnte, wenn man sich anstrengt. Deswegen sollte sich jeder Gedanken machen. Ist dieses Buch es wert, dass man diesem Buch folgt? Also um deinen philosophischen Leitfaden für die Menschheit zu unterstützen, willst du da wissenschaftliche Fakten reininterpretieren? Bin ich der Einzige, der denkt, dass ein philosophisches Werk nach seiner Philosophie behandelt werden sollte? Und nicht nach dem, guck mal, ich kann da Sachen reininterpretieren, die vielleicht irgendwie halbwegs wissenschaftlich klingen, wenn man sich die Ohren zuhält. Pierre, warum hältst du noch Reden? Wieso... Oh.